Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es zur Abwechslung mal wieder ein Unpacking und zwar von Avel. Ups. So sieht das Paket aus. Es ist doch etwas mehr geworden. Ja, aber ihr werdet ja jetzt sehen, was ich da Schönes geholt habe. Es gab wieder bestimmte Bücher, weswegen ich quasi die Bestellung gemacht habe und die werde ich euch natürlich zeigen. Und ein paar Bücher, die ich einfach schon ewig dann auf meiner Merkliste oder Wunschliste bei Avel stehen hatte. Und die ich dann quasi mitbestellt habe. Weil wenn man schon bestellt, ne, dann kann man ja auch gleich mal ein bisschen mehr bestellen. So, jetzt habe ich das Ganze geöffnet. Ups, okay. Leider sind die Pakete von Avel so ein bisschen instabil. Also ich finde diese Kartonverpackung ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Deswegen kann man so schlecht hochhalten. Aber wenn ihr jetzt alle Bücher einzeln sehen. Deswegen fangen wir mal an. Ich gucke, wie das hinpacken soll. Kein Platz. Dann stellen wir es hier hin. So, jetzt bin ich fertig mit Wackeln. Also, den ersten Band, den ich hier bestellt habe, ist Bourbon Kings, der erste Band von J.R. Bard. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich bin tatsächlich ein J.R. Bard Fan und zwar von ihrer Black Dagger Brotherhood Reihe. Ich habe gelesen bis Band 8 im Englischen, also 16 oder so im Deutschen. Danach, oder bei dem Band eigentlich schon, fangen die Geschichten halt an, so ein bisschen auseinander zu driften mit viel zu vielen Charakteren. Deswegen habe ich da jetzt so eine Pause eingelegt. Aber der Schreibstil an sich ist auf jeden Fall sehr gut. Und deswegen habe ich gedacht, probiere ich mal die neue Reihe von ihr. Und die gab es halt bei Avel günstig. Ja, Mängel kann man hier sehen, sind diese Ratscher wieder unten. Das war bei der letzten Bestellung auch schon so, dass die nicht auf der Rückseite der Bücher sind, sondern irgendwie unten. Kann man das einigermaßen sehen. Sieht aus wie getackert. Und deswegen, das gerade so bei Taschenbüchern, finde ich das, finde ich die Mängelexemplare sehr gut, weil die halt ohne Lesenrille sind. Und wenn ich die halt gebraucht bei eBay oder so kaufe, dann weiß ich halt nie, wie der Zustand ist, ob schon Leserillen, ob sie schon Leserillen haben oder nicht. Ich habe das zwar auch oft Glück, aber manchmal eben auch nicht. Und da das Buch noch recht neu ist, war es auch nicht günstig anders zu kriegen und da war Welt eigentlich schon wieder am günstigsten. So, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann kommen wir zum nächsten Band. Und zwar Seculum von Ursula Poznanski. In dieser schönen Taschenbuchausgabe. Ich finde das Cover uns genial. Ich hatte ja schon von ihr Layers als Hörbuch gehört. Und das sind also Jugendthriller-Bücher von ihr. Und hier soll es, glaube ich, irgendwie um Rollenspiele und Mittelalter, Feste und Lab-Rollenspiele etc. gehen. Und das ist auch ein Thema, was ich total faszinierend finde. Und deshalb freue ich mich schon auf die Geschichte. Die Taschenbücher haben halt das Problem, dass die halt schnell ein bisschen abgegriffen aussehen. Deswegen habe ich das halt bei Avel bestellt, damit das zumindest am Anfang noch gut aussieht. Ja. Da ist wieder der Stempel und auch wieder die Ratscher unten drin. Ansonsten ist es halt neu. Sehr schön. Das war so ein Buch, was schon ewig auf meiner Wunschliste lag, deswegen habe ich es mitbestellt. Das gleiche gilt für folgendes Buch. Silber von Kerstin, spielt ganz schön, Kerstin Gier. Das ist der dritte Band der Silber-Trilogie. Ich habe Band 1 und Band 2 schon hier. Band 1 hatte ich auch schon mal gelesen. Und da wollte ich gerne alle drei Bände von ihr zusammen haben. Dann kann ich das mal in einen durchlesen. Und schön aussehen tun sie sowieso. Die können auch so im Regal stehen. Ja, das sieht auch wieder hervorragend aus.
Hier sind ist halt diese Dellen hier unten. Also irgendwie haben die Menge ist im Plan neuerdings alle Dellen unten. Komischerweise. Naja. Aber wie gesagt, ansonsten ist es halt neu. Und das hatte ich halt auch die ganze Zeit bei Eevee und so beobachtet. Und da war es halt auch nicht günstiger zu haben als bei Avell. Und dann habe ich gedacht, da weiß ich wenigstens, wie es aussieht, wenn es kommt. Ist also schon mal nicht schlecht. So, dann kommen wir noch eigentlich zu zwei Büchern, die mehr oder mehr zusammenhängen. Und zwar Rockkiss. Ich weiß nicht genau, welche Bände das sind. Irgendwas zwischen 2 und 4 von Nalini Singh, weil den ersten Band hatte ich nämlich schon bei meiner alten, bei meiner letzten Avell-Bestellung dabei. Die beiden gab es noch, den vierten Band, ich weiß nicht genau, gab es halt nicht mehr bei Avell, deswegen sind es nur die beiden geworden. Ja, die gibt es halt so auch noch nicht günstig, weil die halt noch relativ neu sind und ich gehe fest davon aus, dass mir die Reihe super gefallen wird. Deswegen habe ich schon mal die nächsten Bände geholt. Und ja, wenn das mal nichts werden sollte, gebe ich sie halt wieder ab oder verkaufe sie bei eBay. Kein großer Verlust, würde ich sagen. So, dann haben wir den Band, weswegen ich eigentlich bestellt habe. Und zwar diesen hier. Tulpen und Traumprinzen verliebt in Serie von Sonja Kaiblinger. Das ist der dritte Band der Reihe Verliebt in Serie. Ich habe Band 1 und Band 2 schon hier im Regal. Die stehen da. Neben Voldemort. Und ich hatte halt schon versucht, den dritten Band zu kriegen, günstiger. Das war aber auch wieder schwierig. Also dritte Bände sind per se irgendwie in Act, die zu kriegen. Und den gab es dann jetzt zufälligerweise bei Avell. Und manchmal ist es ja, oder meistens dann so, wenn die Serien halt beliebt sind, dann tauchen die kurz bei Avell auf und sind dann schon wieder weg, bevor man richtig gucken kann. Ich hatte auch noch irgendein Band hatte ich auch noch in der Bestellung drin, der war dann auch schon wieder weg, bevor ich quasi die Bestellung abgeschlossen hatte. Deswegen habe ich das diesmal ein bisschen beeilt und das schnell bestellt, damit ich die Reihe halt komplett habe, weil ich auch die Cover wunderschön finde und die sehen auch sehr schön aus im Regal. Und bevor es den Band halt nicht mehr gibt, muss ich halt reinhauen. Das ist auch so eine Young Adult Serie, Trilogie, in dem das Mädel quasi in die Seifenoper reingezogen wird, die ihre Schwester für ihr Leben gern guckt und die spielt irgendwie im England des 19. Jahrhunderts. Und ja, da erlebt dann so ein bisschen Abenteuer. Ist auch sehr witzig geschrieben, halt auch für Jüngere. Und das mag ich eigentlich ganz gern, so in Büchern. Also das finde ich ist ein guter Kontrast zu manchen, die man halt so, ach, so ernstere Erwachsenenliteratur liest oder halt so sehr schmachtende New Adult Reihen. Dann ist dieser lockere Schreibstil von diesen Jugendbüchern immer eine schöne Abwechslung. Ja, das war eigentlich der Grund, weswegen ich es bestellt habe. Achso, Zustand ist hervorragend, also das Einzige. Also das ist wirklich minimal. Das sind hier die drei Dellen und der kleine Ratscher. Noch niemals ein Knick hier im eigentlichen Cover. Also das sieht wirklich Bombe aus. Achso, bei Rockies war das übrigens. Habe ich das gezeigt? Nee, ne? Sind das auch wieder diese Ratscher unten runter? Ja. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Band. Das war auch so ein Teil Cover und Teil Story-Kauf. Wie heißt die ganz gute? Okay. Und zwar handelt es sich um Songs of Revolution von Emma Trevane. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist oder nicht. Also das Cover fand ich Bombe. Dann ist da so eine Dystopie, wo es auch um Musik geht. Das ist auch immer mein Thema, sag ich jetzt mal.
Ja, das hatte ich mal bei irgendeinem YouTuber, ich weiß nicht, ob es bei Jessie war, von Melody of Books, gesehen, als sie das irgendwie vorgestellt hat. Und das fand ich super. Und das gab es halt auch bei Avel günstiger. Und da habe ich gedacht, das muss ich unbedingt haben. Zustand. Neu umgelesen. Sieht man auch mal am Lesebändchen gut. Das hat halt wieder Dellen hier unten drin. Also hier so ein bisschen heftigere Dellen. Was hier auch ein bisschen blöd ist, weil das hat keinen Schutzumschlag, also so ein festes Hardcover. Das sieht man so hier auch so ein bisschen, wenn man so vorne drauf guckt. Aber ansonsten, wie gesagt, Lesebändchen eingeschlagen. Hat sogar eins, finde ich auch mal schön. Also Lesebändchen hat finde ich total toll, ehrlich gesagt, weil da brauche ich kein Lesezeichen rausfummeln. Und kann immer das benutzen. Also voll praktisch. Geht auch nicht verloren. Ja. Also sehr schön. Das war hier eine Bombenbestellung. Leider auch bombenmäßig für meinen Sub. Aber sonst, ich sammle ja auch einfach gerne Bücher, falls das noch kein aufgefallen ist. Avel-Lesezeichen ist wieder das Silberne. Das habe ich auch schon einmal. Ja, und sonst ist der Lieferschein dabei. Die heißt so, die Bücher sind eigentlich alle so bei Avel, sag ich mal, 50% des Neupreises. War jetzt, glaube ich, auch fast. Ich glaube, Silber war mit das teuerste mit 9,90 € oder irgendwie sowas. Der Rest ging eigentlich, weil auch. Ich meine, hier, das kostet neu auch nur 15 €. Das kostet neu 16 €, sowas dann wahrscheinlich 8 € und 7,50 € oder sowas. Und die Taschenbücher 5 € kostet. Ja, und das war meine Avel-Bestellung. Achso, soll ich die nochmal alle in die Kamera halten? Das mache ich eigentlich so gerne, weil das ist eigentlich viel zu schwer. Ich weiß gar nicht, wie Booktuber das machen, die so mega Stapel hochhalten. Das sind jetzt. Insgesamt 7 Bücher. Oh, schlag mir auch gleich tot ein bisschen. Okay, überhaupt nicht rein. Was ist denn da? Könnt ihr sehen, alle auf dem Kopf. ja, das war meine Avel-Bestellung. Kann ich auch so machen. Kann ich da noch einen Thumbnail draus machen? Ah, jetzt bricht mein Arm ab. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich da einen schönen Platz im Regal von finde. Beziehungsweise erstmal sammle ich die Stapel hier, um noch ein Neuzugänge-Video für den Juli zu drehen. Es stapelt sich hier etwas auf der Erde, muss ich sagen. Aber ja, das waren auf jeden Fall sehr schöne Bücher und ich habe mich gefreut, dass es die bei Avel gab. Und deswegen muss ich dazu greifen. Und ansonsten würde ich sagen, was jetzt von dem Unpacking. Es könnte sein, dass diesen Monat noch eins kommt von Rebuy. Allerdings auch kein so großes. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Unpacking und ihr könnt gerne Kommentare unten reinschreiben, ob ihr die Bücher gelesen habt, wie ihr die fandet, ob jemand mit mir was zusammen lesen möchte, etc. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Video.